Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe vom Simulanten. Wir spielen wieder Elite Dangerous und sind hier immer noch im Sonnensystem auf der Station Abraham Lincoln. Mittlerweile ist ja Sommer, es ist richtig heiß, leider auch hier in meinem Aufnahmezimmer. Deswegen habe ich im Hintergrund das Fenster geöffnet. Solltet ihr also irgendwelche Tiergeräusche hören, seien es Vögel oder Hundegebell, dann stellt euch einfach vor, ich hätte ein Haustier in meinem Raumschiff. Okay, was machen wir? Wir haben unsere Aufträge abgeschlossen. Wir haben ordentlich viel Kohle geschöffelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel waren das jetzt. Also wir hatten schon ein bisschen. 113.000. Das ist schon ordentlich. Und hier sind so ein paar Nachrichten angepinnt. Die große Sirius-Expedition. Aha. Okay. Das ist was für Aufklärer. Ah ja, das wäre natürlich cool, ne? Aber, boah, bis wir da hinkommen. Goldsteinport im Lembava-System. Wo ist das denn? Halt, falsch. Verkaufen kann ich hier leider nichts. Lembava-System. Da müssen wir direkt mal gucken, wo das ist. Vielleicht haben wir ja direkt mal Glück und sowas ist in der Nähe. Aber ich vermute es fast nicht. Schauen wir mal. Lembava. Oh ne, das ist schon 109 Lichtjahre. Ne, Leute. Ich frage mich, wie man überhaupt... Ich meine, hallo. Da braucht man halt wahrscheinlich einfach das absolute Mörderschiff mit einer Mega-Sprungweite. Dann kann man das vielleicht... Ja, dann kann man das schaffen, aber... Mit unserem Schiffchen ist das leider... Würde das zu lange dauern. Was haben wir noch für Neuigkeiten? Sicherheit. Okay... Sünde, Heilige und Erlöser. Senator Denton Petraeus hat dem verarmten Quivira-System den Krieg erklärt. Okay. Senator, ist das dann... Nee, das kann aber nicht das Imperium sein. Bürger, die interessiert sind, den Unternehmungen der Prinzessin zu helfen... Summerland. Okay, welches System ist das denn? Ach so. Quivira. Wo könnte das denn sein? Wahrscheinlich auch ewig weit weg. Quivira. Eieiei, 117 Lichtjahre. Blau, wer ist denn das überhaupt? Ja, das ist das Imperium, okay. Ja, das ist so riesig, schaut euch das an. Oh mein Gott. Es ist unfassbar. Ich frage mich, gibt es da oben dann auch noch Fraktionen oder ist hier wirklich komplett unerforschter Raum? Boah, das ist so krass. Also dieses Spiel ist wirklich so unfassbar. Unfassbar. Naja. Gut. Dann schauen wir mal, ob es irgendwelche interessanten Missionen für uns gibt. Auftragstafel? War's nichts? Keine Missionen. Das ist aber mal voll enttäuschend. Ach doch. Föderale Lieferung. Hallo, 1000 Credits? Nee. Sowas machen wir doch nicht. Ich frage mich gerade,
ob es hier irgendwo einen Schwarzmarkt gibt. Das sieht man doch normalerweise in der Systemkarte, oder? So, Systemkarte wird geladen für Seoul. Schwarzmarkt. Anlagen. Was ist das denn hier bei verboten? Onion Head? What? Ne, aber hier gibt's offensichtlich keinen Schwarzmarkt, oder? Ich frag mich immer, wo man das sieht. Sogar um den Mond gibt's eine Station, das ist ja interessant. Ja, aber ich nehme an, mitten in der Föderation wird es keinen Schwarzmarkt geben, oder? Wenn, dann ist das irgendwo weiter außen. Aber es würde mich jetzt mal interessieren. Deswegen gucke ich jetzt mal auf meine kluge Webseite. Search for a system or station. Nein, das will ich nicht. Commodities. Ah, hier kann man das doch machen, oder? Buy or sell. Current system. Wir sind aktuell in Seoul. Seoul, jawohl. Und was sollt ihr denn verkaufen? So, nee. Nee, wie kann man denn hier jetzt aktiv nach einem Schwarzmarkt suchen? Ja, das sind nur die... Wie kann ich denn hier... Ich bin jetzt auf dieser neuen Webseite, aber offensichtlich kann man da nicht nach... Leider nicht nach... nach dem Schwarzmarkt suchen. Finde ich ein bisschen schade. Oder wenn ich einfach hier... Ich mache hier mal die Slaves. Wenn ich eine Station hier finde, die Sklaven kauft, dann muss das doch... Ah ja, okay. Aber es ist schon ein bisschen weit weg. Aber weißt du was, ich versuche nochmal, ob ich das andere die andere Webseite jetzt nochmal kurz finde. Ich glaube, das war die hier immer. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt ein paar Minuten langweilen muss. Aber ich würde gerne ein bisschen als Schmuggler unterwegs sein. Wenn wir schon keine anständige Mission haben. Ui, das war aber nicht die Webseite. Ah, verdammt. Ich hatte mir das auch mal als... Commodities, who sells them? Starports, what do they sell? Oder ist das die Seite? Sieht jetzt nur anders aus. Starports. Nee. Das war nicht die Seite. Ach, verdammt. Ich hatte mir die Seite nämlich tatsächlich mal gespeichert als Favorit. Aber seitdem ich meinen PC neu aufgesetzt habe, jetzt kommt wieder die Story, war das natürlich leider auch alles weg. Jetzt muss ich hier mal kurz...
So, Elite Dangerous. Ich suche nach Black Market. A way to locate Black Markets. Black Market List. Ja komm, verrat mir mal, wie ich Schwarzmarkt finde. Schwarzmärkte. Verrat mir, wie ich Schwarzmarkt finde. Der Elite Trading Tool. Ah, jetzt bin ich richtig. Da ist es. Yay! EliteTradingTool.co.uk war's. Okay, super. Dann a Search. Wir suchen... Wie ging das jetzt nochmal? Trade Calculator? Nein, Find Trades. Lists. Search. Seoul. Wir sind in Seoul. Wir wollen Station Services finden, suchen. Und zwar einen Black Market. Oh, der nächste ist schon bis... Na, wobei... Gibt schon... Ach, da gibt's doch einen. Auf der Station Li King Yao. Oder auf der Daedalus-Station in unserem System. Okay, na, das ist doch mal eine super Information. Li King Yao, wo ist Daedalus? Columbus? Ich glaube, Li King Yao war auch um die Erde. Mars High. Li King Yao. Genau, aber hier sieht man auch leider nirgendwo, dass es hier einen Schwarzmarkt gibt, ne? Das finde ich echt ein bisschen lame. Also, da müssten die wirklich nochmal... Und Daedalus, hier, ah ja. Aber hier, das ist zumindest bei Anlagen steht Schwarzmarkt oder sowas. Weil sonst, dass man sich immer hier helfen muss mit den, mit diesen Webseiten, das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Aber gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir schon wieder 12 Minuten verbracht. Ja, segeln wir mal ein bisschen rum und gucken mal, ob wir Schwarzware finden, die wir dann verkaufen können. Ich meine, vor Gegnern müssen wir uns jetzt nicht mehr wirklich fürchten. Notfalls können wir mit unserer Geschwindigkeit auch abdampfen. Da können wir jetzt auch gerne mal nach Ship released. Engines engaged. Dunkler Ware. Oh, hier ist jetzt ziemlich viel los. Guck mal, wie viele Schiffe hier sind. Landing Gear retracted. Landing Gear retracted. Was macht denn der hier zusammen? Für eine Fliegerei. Uiuiui, ganz schön viel los. Oh, wie sind der jetzt hier rein? Ist der abgehauen oder ist der da jetzt reingeschossen? Der war doch viel zu schnell, oder? Na gut. Dann warten wir mal, bis unsere Massesperre weg ist. Und dann würde ich sagen... Warte, was war das jetzt hier? So war das, oder? Nein. Ah, hier. Neue Tastenbelegung ist noch nicht ganz bei mir angekommen. 4, 3, 2, 1, engage. So, dann schauen wir mal, ob wir schwarze Ware irgendwo finden. Beziehungsweise einfach Ware, die nicht uns gehört. Das ist der Moon. Dann fliegen wir doch mal in Richtung des Mondes. Dum, dum, dum. Okay. Damit wir gleich wieder die richtige Taste haben zum Anvisieren. Verlangsamen. Hier ist leider nichts. Was ist das hier? Nee. Saturn. Oh, hier ist was. Nee, Pluto. Neptun. Das ist ein bisschen irritierend, dass sie einfach hier so rumsegeln. Ein Navigationssignal.
fliegen wir doch gleich mal in Richtung des Merkurs. Wenn da ohnehin... Hier sind verdammt wenige Signale. Muss ich mal so sagen. Ah, hier ist eins. Unidentifiziert. Ich glaube, schwach war immer besser, ne? Aber komm, wir tingeln jetzt da mal rein. Und wir sind zu schnell. Oh, da ist eine schwache. Guck mal an. Oh, halt, falscher Knopf. So. Dann gehen wir doch mal da rein. Und vielleicht haben wir gleich Glück und finden irgendwelche illegalen Güter. Und ich glaube, die Station am Merkur ist dann auch ganz interessant, weil das, wie gesagt, nur so eine Raffineriestation ist. Da wird man, glaube ich, meiner bisherigen Erfahrung nach eher seltener gescannt. Ich hoffe, ich täusche mich da nicht. Andernfalls hätte ich nämlich schon wieder vergessen, wie ich meinen Kühlkörper raushaue. Beziehungsweise wie ich auf Silent Running gehe. Das sollte ich dann vielleicht nochmal ausprobieren. So, dann schauen wir nochmal, was uns da erwartet. Ich bin gespannt. So, Tempo passt. Jetzt fehlt uns nur wieder die Entfernung. Und zack. Dann schauen wir mal. Oh, und da sind schon Trümmer. Guck an. Sehr cool. Und was ist das? Container mit Kupfer. Nur einer. Wo ist denn der jetzt hin? Habe ich den jetzt kaputt gemacht? Hä? Oh, war da vor mir einer da? Das ist doch so eine Sogwolke, oder? Hat mir das Zeug geklaut. Wo ist denn das jetzt hin? Habe ich das echt zerstört, weil ich es gerammt habe? Ach komm. Das ist doch jetzt echt mies. Echt unbefriedigend. Na gut. Verdrücken wir uns halt wieder. 4, 3, 2, 1, engage. Na gut, dann müssen wir noch ein bisschen suchen. Vielleicht gibt es in der Nähe der Venus noch irgendwas Interessantes. Oder vielleicht auch einfach mal ein ganz anderes System. Wisst ihr was, das machen wir. Wir fliegen jetzt wo ganz anders hin. Und zwar... Alpha Centauri? Und wir fliegen nach Alpha Centauri. Frameshift Drive charging. Wir sind schon lange nicht mehr gesprungen. Nee, das ist eine Lüge. Wir sind letztes Mal gesprungen. Das ist eine Lüge. One engage. One engage. Das hatte ich jetzt schon öfter. Das scheint irgendwie ein Bug zu sein, oder? Dass ihr nicht mehr komplett runterzählt. Meine Liebe. So. Alpha Centauri.
Das ist gerade eine unidentifizierte Signalquelle an uns vorbeigeschossen. Habt ihr das gesehen? Drehen wir uns mal hin. Zur Sonne. Können wir noch ein bisschen Benzin tanken. Oder Energie, besser gesagt. So. Dann suchen wir mal. Lagrange. Lagrange. Der Lagrange-Multiplikator. Wer erinnert sich nicht? Ah, hier haben wir doch schon was. Ach komm, da gehen wir jetzt. Ah, no. Verdammte Axt. So, dann drehen wir uns mal geschwind. Oh, hier ist noch eine. Oh, schwache. Dann nehmen wir natürlich die. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche illegalen Waren finden. Die uns nicht schon irgendjemand geklaut hat. Nur eine Kupferbox und die ist irgendwie verschwunden. Oder vielleicht habe ich die so stark gerammt, dass sie dann irgendwie in die Unendlichkeit verschwunden ist. Also muss ich da ein bisschen langsamer werden. Beim nächsten Mal. So. Das passt. Zack. Und was haben wir hier? Oh, da haben wir Sachen. Guck mal an. Und zwar drei Stück. Oder was ist das? Sind das schon wieder? Oh, das sind das schon wieder so dumme Sogwolken. Nee. Da, Chemiemüll. Okay. Das war das hier, ne? Jawohl. Cargo Scoop deployed. Dann nehmen wir den Kram doch mal mit. Fracht erlangt. Oh, da haben wir sogar vier. Schau mal an. Das ist natürlich sehr, sehr cool. So, dann drehen wir uns. Dann sind wir schon voll. Dann können wir gleich wieder zum Verkaufen gehen. Ne, den da will ich. Cargo hold so. At maximum capacity. Dann sind wir voll. Cargo scoop retracted. Und dann können wir gleich zu Sol verschwinden. Frameshift Drive charging. Und dann zu dieser Merkur-Station. Daedalus hieß die, glaube ich. Auch passend, weil das ja die Station ist, die am nächsten an der Sonne dran ist. Hat sich wohl irgendein Entwickler was dabei gedacht. Soderlein. Schauen wir mal, für wie viel Schotter wir das loskriegen. So, dann. Fuel scooping. Daedalus. Oh, das ist doch eine größere Station, glaube ich. Okay, da müssen wir dann vorher tatsächlich mal. Fuel scoop disengaged. Tatsächlich mal nochmal unsere Silent Running, zumindest die Belegung nochmal nachgucken in den Optionen. Damit wir hier keine unangenehme Überraschung erleben und dann gleich wieder was von unserem Geld los sind. Ich versuche jetzt mal wirklich die Variante wieder. Einmal im Bogen zu fliegen. Vielleicht ist es ja wirklich schneller.
Tempo nimmt ab. Ja, also manchmal kommt es mir wirklich vor, als wäre das wirklich die schnellere Variante. Einmal dran vorbeisegeln, dann den Turn machen, anstatt sich da so langsam ranzuschleichen. Ich glaube, das ist definitiv schneller, oder? So. Okay. Dann war das wahrscheinlich T4 auf meinem Joystick. Oder? Ja. Silent running. Shields offline. Tatsächlich. Okay. Signature restored. Okay. Wo ist der Eingang? Der ist oben. Dann würde ich sagen. Docking request granted. Fragen wir erstmal nach Landeerlaubnis. Das ist 14. So, okay, noch ein Stück in die Richtung. Wenn wir jetzt so eine VR-Brille hätten, dann wäre das ziemlich cool. Dann könnte man direkt sehen, wann man hier abbiegen muss. Landeplatz 14 sind wir, ne? So, dann sind wir jetzt richtig. So, dann machen wir jetzt hier unser Silent Running. Silent Running. Dann sind wir schwerer zu erfassen für irgendwelche Scanner. Hier ist 14. So, jetzt mal gucken, dass wir nicht überhitzen. Aber ein bisschen haben wir noch. Thermal signature restored. Landing gear deployed. Das sieht doch gut aus. Docking successful. Bam. Engines disengaged. Dann schauen wir, dass wir das Zeug hier gleich mal loswerden. Auf der Daedalus. Kontakte, Schwarzmarkt. Ich will illegale Waren verkaufen. Wow, das hat sich ja mal so richtig gelohnt. Oh Gott. Yay. Wow. Na super. So viel gleich. Naja. Immerhin mehr, wie das Auftanken kostet. Was hat der hier so für Ausstattungsgegenstände? Vielleicht kriegt man hier zumindest ein bisschen Geld los. Oder vielleicht gibt es hier auch interessante Missionen. So, mal gucken. Shields online. Dankeschön. So, was haben wir denn hier so für Zeugs? Waffen aufrüsten wäre natürlich immer eine Option. Ah, hier gibt es sogar einen Abbaulaser. Guck mal an. Aber dafür haben wir einfach das falsche Schiff. Torpedos wäre natürlich auch eine Option. Schienenkanone, Torpedo. Ja. Ich glaube, hier gibt es nichts Lasermäßiges. Eine Raketenrampe. Das wäre natürlich auch ganz geil. Wiegt wahrscheinlich wieder ein bisschen was, ja. Naja, aber die Sprungreichweite wäre immer noch ausreichend. Eine Raketenrampe. B-Klasse 1. Torpedo.
Wärmesuchende Torpedos. Größe Munitionsclip 2. 6. Okay. Torpedos suchen halt selber ihr Ziel, ne? Und die muss man... Wobei, die kann auch Suchraketen abfeuern. Schaden. Panzerungsdurchdringung. Minenwerfer. Ja gut, das ist gut, wenn man verfolgt wird. Boah. Okay, die nächsten Waffen, die kosten wirklich scheiß viel und haben auch einen verdammt hohen Energieverbrauch. Alter. Das ist so ein Geschützturm. Der feuert dann automatisch. Ah, die ist aber schon teuer, ne? Ist aber schon teuer. Das hier ist der Werkzeugsteckplatz, ne? Kühlkörperwerfer. Elektronische Gegenmaßnahmen. Dieses Raketen- und Torpedoabwehrsystem sorgt dafür, dass betroffene Artilleriestellungen ihre Zielfähigkeit verlieren. Ja, und sowas hatte, glaube ich, hatten diese Schiffe, als wir diese Schlacht geführt haben letztes Mal, hatten diese Schiffe teilweise drauf. Nur nicht für Raketen und Abwehr, sondern für andere Geschütze, weil da hatte ich nämlich dann auch keine Zielerfassung. Innen. Ja gut, hier wird's, nehme ich an, auch keinen besseren Scanner geben. Rumpfhüllenverstärkung. Oh, Frameshift-Antriebunterbrecher. Der ist natürlich auch sehr, sehr cool. Damit kann man quasi Schiffe aus dem Frameshift an, aus dem ja, Frameshift-Modus rausholen. Das hatten wir auch schon mal. Also das hat schon mal einer mit uns gemacht. Das ist halt eher so das Piratenutensil. Wo sind wir denn noch schlecht ausgestattet? Bei den Sensoren sicherlich. Ah, die sind ein bisschen teuer. Beziehungsweise die hier. Ne, warte mal. 25? Ach so. Höhere Energiebedarf, höhere Reichweite als das, was wir bislang haben. Vergleichen. Masse ist gleich. Ja, der Energiebedarf ist minimal höher. Vielleicht gönne ich mir das mal. Dann haben wir wenigstens irgendwas mal gekauft. Bessere Sensoren. Sehr schön. Und die Legierungen, aber die... Naja, hier gibt es auch nichts. Die wiegen natürlich auch. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir hier noch einen Auftrag? Uranit gegen gute Bezahlung gesucht. Naja. Das ist mir zu billig. Ich wollte hier auch nochmal nachgucken. Systemfraktionen. Seoul Federal Congress. Hier ist was Blaues. Heißt das, wir haben für die schon mal was gemacht, oder verstehe ich das richtig? Also neben dem Federal Congress.
Einfluss. Mother Gaia. Okay. Ah ja. Na gut. Gut, was machen wir jetzt noch? Nochmal was suchen oder verlagern wir unsere Aktivitäten? Bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass es keine geilen Aufträge gibt. Lass mich nachdenken. Ja, ich würde sagen, wir starten mal und suchen vielleicht nochmal nach irgendwelchen illegalen Gütern. Vielleicht finden wir ja noch was Nettes. So. Ship released. Engines engaged. Landing gear retracted. Dann mal wieder raus hier, nachdem wir unseren Chemiemüll abgeladen haben. Und dann schauen wir mal, ob wir noch was finden. Frameshift Drive charging. So. 4, 3, 2, 1, engage. Bam. Hier ist das schöne Merkur. Den haben wir schon mal gesehen. Hier ist die Sonne. Wo könnten wir noch was finden? Daedalus. Hier ist aber auch gar nichts. Was haben wir denn hier oben? Saturn. Fliegen wir nochmal in Richtung Saturn. Vielleicht finden wir da irgendwas. So, wir müssen erstmal wieder ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Dann schauen wir mal, dass wir noch eine Signalquelle ansteuern. Hier ist ein Schiff. Wer ist das denn? Ein Händler, oder? Genau. Ja, wenn wir jetzt dieses Abfangteil hätten, könnten wir jetzt hier quasi auch Schiffe scannen, gucken, ob die zum Beispiel nicht sauber sind und die dann aus dem Frameshift-Modus holen, um sie anzugreifen. Aber vielleicht hätte ich mir das Teil doch holen sollen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, nicht mehr so viel Geld, oder? Wie teuer war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja. Jetzt erstmal. Ist hier was? Ne, das ist Pluto. Na komm, gib mir irgendein Signal. Gib mir irgendein Signal. Ah, da unten ist eins. Schwach, perfekt. So, dann müssen wir uns erst wieder heranpirschen. Mal wieder nach dieser Methode. Wir fliegen eine oder mehrere Kurven. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch was Interessantes finden. Oder vielleicht nochmal irgendeinen gesuchten Typen.
War ja auch nicht schlecht. So. 5, 4, 3, 2, 1 und go. Tatsächlich. Oh, hier sind viele Sachen. Und was ist das? Giftmüll. Na gut. Na gut. Cargo Scoop deployed. Wir nehmen es mit. Schade, dass wir immer nur Müll finden, aber... Davon immerhin reichlich. Das ist zwar wahrscheinlich wieder fast nichts wert, aber... Zerfall giftiger Kraft? Fracht? Was? Schadet das jetzt meinem Schiff oder was? Das wäre jetzt natürlich nicht so geil. Energieverteiler? Warum mache ich gerade meine Sachen kaputt? Ist ja nicht so cool. Da will ich mir das aber auch ordentlich Cargo hold at maximum capacity. Entlöhnen lassen. So, wir wollen wieder Mercury Daedalus. Cannot comply. Also halt, meine Cargo scoop retracted. Zerfallgiftiger Frachtsensoren, das ist scheiße. Wahrscheinlich mache ich mir jetzt mein Schiff kaputt. Achso. Hier. Gummi. Oh, guck mal, da sind Schiffe hinter uns her. Die waren gerade auf dem Radar. Oh, ich glaube, ich mache mir wirklich gerade irgendwie meine Sachen kaputt, kann das sein? Das ist aber gar nicht geil. Und da, Jux, als wir weg sind, sind hier bei uns irgendwelche anderen Schiffe gespawnt. Eins war sogar im Angriffsmodus. Das heißt ganz gut, dass wir hier jetzt zügig weggekommen sind. Oh, oh. So, jetzt machen wir hier nochmal... Versuchen wir nochmal unser neues Anflugmanöver. So. Ja, ich glaube, das funktioniert. Oh oh. Also noch ist mein Schiff bei 100%, aber ich glaube, die einzelnen Teile nehmen irgendwie Schaden. Könnte jetzt passieren, dass uns das mehr kostet, wie es uns einbringt. Wäre natürlich nicht so geil. Aber dann haben wir wieder was gelernt. Nur aus Schaden wird man klug. Hoffentlich ist das dann wenigstens was wert. Wenn ich hier schon mein Schiff... Oh, Lebenserhaltung. Das ist nicht gut. Wenn ich hier schon mein Schiff so halb beschädige. So. Granted. Docking request granted. So. Landeplatz Nummer 12. Wo ist der Eingang? Hier so. Okay. Dann gehen wir wieder in den stillen Flug. Shields offline. Oh, scheiße. Oh, scheiße.
das könnte jetzt teuer werden. Landing Gear deployed. Docking successful. Engines disengaged. Thermal signature restored. Oh oh, haben die uns jetzt erwischt? Ich habe mich jetzt einfach mal hier vorsichtshalber schnell da unten verkrochen. Das wäre jetzt natürlich ärgerlich. Erst machen wir unser Schiff kaputt, dann erwischen die uns auch noch. Sonst muss ich erstmal hier diesen Kram loswerden. Ah ja, da sind tatsächlich Sachen kaputt gegangen. Aber nicht viel. Ich will illegale Waren verkaufen. Ja, super. Boah. Das hat sich immer wieder überhaupt nicht gelohnt. Aber ich glaube... Nein. Wir wurden nicht erwischt. Puh. Immerhin eine gute Nachricht. Okay. Dann war es das schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. War es nicht ganz so ereignisreich. Vielleicht finden wir das nächste Mal eine interessante Aufgabe. Und jo, wenn es euch trotzdem Spaß gemacht hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder ein Abo. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, der Simulant, wir spielen Elite Dangerous. Macht's gut, bis bald und Servus.